Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet. Wie auch sonst stelle ich euch die neuesten Filmstarts der Woche an dieser Stelle vor. Und starten möchte ich mit einer deutschen Produktion, mit Star-Aufgeboten, mit Elias Mbarek, mit Alexandra Maria Lara und Heiner Lauterbach in den Hauptrollen. Und der Film, um den es geht, heißt Der Falcolini. Und wie der aussieht, da könnt ihr euch an dieser Stelle ein kleines Bild von machen, denn hier kommt der Trailer dazu. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Colini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Mit zwei Treibmann. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ja, und so leicht kommt Kaspar Leinen aus dieser Nummer tatsächlich nicht mehr raus, denn er hat das Mandat ja nun mal angenommen und ist eben im Begriff, den Mörder an seinem ehemaligen Vertrauten und Vaterersatz zu verteidigen. Und der Falcolini von Regisseur Mario Kreuzpaintner ist nun eben dieser Film basierend auf einem Roman von Ferdinand von Schirach, den viele Leute vielleicht aus dem Fernsehfilm Terror oder aus den TV-Serien Schuld und Verbrechen kennen. In der Falcolini geht es nun eben um den Anwalt Kaspar Leinen, der ein Verteidigungsmandat annimmt und sein Mandant ist, hat jemanden umgebracht und den er umgebracht hat, den wiederum kennt Kaspar Leinen aus früherer Kindheit. Das fasst die Handlung ein bisschen zusammen. In dem Thriller geht es halt eben einmal um das Verfahren an sich. Es ist also ein bisschen Gerichtsfilm. Es geht aber auch eben um das Herausfinden, was wirklich hinter dem Mord steht, was die Beweggründe sind und eben, wie man es von den Filmen bzw. aus den Büchern von Ferdinand von Schlierach kennt, geht es eben um die Schuldfrage und ob Schuld, Gerecht, Gerechtigkeit, Gericht und so weiter, das Rechtssystem, ob man das alles pauschalisieren kann oder ob man hier und da eben andere Begrifflichkeiten für gewisse Dinge finden muss, wer halt eben auch nur mindestens ein Buch von Ferdinand von Schlierach gelesen hat oder einen Film von ihm gesehen hat, der kann sich so ein bisschen ausmalen, worum es hier geht. Worum es genau geht, also den Fall auflösen, in dem Sinne möchte ich an dieser Stelle nicht, denn ein Großteil des Films entwickelt seinen Reiz eben dadurch, dass man nicht weiß, worauf der Falcolini eben hinauslaufen wird. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen mit der Materie vertraut ist, dann ist das eben kein großartig überraschender Film. Ob der Film spannend ist, liegt, glaube ich, so ein bisschen auch im Auge des Betrachters, auch so ein bisschen darin, wie viele Filme man in dieser Art halt irgendwie schon gesehen hat. Das ist ja, weiß ich nicht, gerade bei Horrorfilmen auch gerne mal so, wenn man da mindestens einen Film einer bestimmten Gattung kennt, den können andere Filme dieser Art selten überraschen. Ich finde, das Problem bei der Falcolini ist so ein bisschen, dass man weiß, wenn Elias Mbarek nicht in dem Film mitgespielt hätte, wäre dieser Film aller Voraussicht nach vermutlich ins Kino gegangen. Ins Fernsehen gegangen. Der wäre wahrscheinlich nicht ins Kino gekommen. Und das ist meiner Ansicht nach auch so der Hauptkritikpunkt. Denn meinem Empfinden nach, ich sehe überall, dass die großartige Kameraarbeit gelobt wird. Ich habe Elias Mbarek zu dem Film auch interviewen können. Und er hat mir auch von den großen Bildern des Kameramanns vorgeschwärmt und dass das halt eben Kinoausmaße, Leinwandausmaße hat. Das sehe ich nicht so. Ich finde, man kann aus diesem Szenario, aus diesem Setting halt einfach wenig rausholen, weil es zum Großteil eben im Inneren von Gebäuden spielt, zum Großteil vor Gericht. Man geht für einzelne Szenen auch raus. Teilweise ist man sogar in Italien für einige wenige Szenen. Aber für mich hat dieser Film keine Leinwandausmaße. Er ist auf so einem gewissen, ja, übertriebenen TV-Niveau ausgeleuchtet. Er holt wenig aus den beschränkten Settings heraus und variiert da so wenig. Also für mein Empfinden könnte dieser Film auch abends um 20.15 Uhr im ZDF laufen. Würde ich ihn dort sehen, würde ich sagen, das ist eine sehr gute Fernsehproduktion. Aber der Sprung vom Fernseher zur Leinwand, der funktioniert bei mir irgendwie nicht. Dann ist der Film, er verlässt sich, ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich irgendwie zu erklären, ohne zu spoilern. Der Film baut oder läuft auf ein Thema hin, von dem ich sage, okay,
da steckt eine noble Intention hinter diesem ganzen Film. Ich erkenne, worauf der Autor damals und nun eben auch der Film, worauf das hinausläuft. Und ich erkenne, warum der Film so ist, wie er ist und weshalb man sich an dieses Thema, worauf der Film später hinausläuft, gewagt hat. Aber für mich ist es sehr, sehr früh schon im Film ersichtlich, dass er darauf hinausläuft. Für mich hat sich dieser Aha-Effekt nicht eingestellt, weil ich mir die ganze Zeit dachte, ja, es wird wahrscheinlich zu diesem Thema gehen. Das ist das eine, so dass ich halt eben diesen Spannungsaufbau gar nicht hatte. Ich wusste die ganze Zeit, okay, das wird es wahrscheinlich sein, und dann war es das am Ende auch. Das andere Problem ist, er ist einfach meinem Empfinden nach nicht spannend, und er ergänzt das, er bringt in dieses Thema keine neuen Facetten rein. Also klar, irgendwann hat man so an einem Punkt, da ist man wieder bei der Ferdinand von Schirach-Thematik, was er sich halt immer gerne vornimmt, er guckt dann sich Gesetze an und guckt, was dahinter steckt und guckt, wie kann man Gesetze auslegen und so weiter, das macht er hier auch. Und er kommt da auch einem sehr krassen Gesetz auf die Spur, dass es auch tatsächlich so gab, es gab dieses Gesetz. Und gibt es mittlerweile nicht mehr. Und dann denkt man auch, ja, irgendwie ist das krass, aber da fehlt der emotionale Punch. Da fehlt so dieses Gefühl, okay, da steckt wirklich was hinter und wir wollen hier wirklich aufklären. Und irgendwie ist das alles ziemlich dröge und alles sehr gleichförmig. Mir fehlt da so ein bisschen die Emotion, mir fehlt da die Leidenschaft, und das springt dann am Ende irgendwie auch auf die Darsteller über. Elias Mbarek macht das soweit solide. Überall wird gesagt, ja, jetzt spielt er hier endlich mal eine ernsthafte Rolle und jetzt geht er mal raus aus diesem Komödiensegment. Ich sehe das ein bisschen anders. Meinem Empfinden nach hat Elias Mbarek schon immer eine hohe Diversität in seinen Rollenauswahlen gehabt. Hier spielt er jetzt halt eben einen Anwalt. Macht er solide, bin ich jetzt auch nicht von total begeistert gewesen, aber er hat da wahrscheinlich eben auch einfach die Zugkraft an der Kinokasse, sodass man sagt, okay, wir verlassen uns dann eben darauf, dass er die Hauptrolle spielt, meinetwegen. Ansonsten wird beispielsweise die Nebenfigur von Alexandra Maria Lara so ein bisschen den teilweise sehr deutschen, im filmnegativen Sinne, fällt sie dem Dialog zum Opfer und sagt Sachen, die würde einfach niemand in ihrer Situation sagen. Heiner Lauterbach gefällt sich sehr in der Rolle eines Also eigentlich hat er eine relativ bodenständige Rolle, legt sie aber überraschend exzentrisch an, sodass man sich zwischendurch so ein bisschen fragt, okay, spielst du in einem anderen Film? Also alles in allem ist es okay. Wie gesagt, wenn man noch ein bisschen weiß, was Ferdinand von Schirach sonst so macht, dann wird man nicht überrascht von dem, was hier gezeigt wird. Ansonsten ist das alles solide. Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist solide. Und wie gesagt, wäre 20.15 Uhr im ZDF besser aufgehoben, wenn man nicht mit Elias Mbarek werben könnte. Und ich bezweifle allerdings, dass durch den Film, der sich ja doch dann wiederum an eine ganz andere Zielgruppe wendet als die Erfolgsfilme, die er zuletzt gemacht hat. Und wenn man so ein bisschen an Hu im Ei zurückdenkt, dann weiß man auch, okay, also sein Name zieht nicht ausschließlich. Dann wäre der Film wahrscheinlich nicht ins Kino gekommen. Deshalb für mich eine Geht-so-Empfehlung für Del Falcolini. Ich habe dieses Jahr schon spannendere Filme im Kino gesehen. War es gerecht? Lass ihn in Ruhe! Die Welt ist gnadenlos. Und sie wird immer gnadenloser. Doch die Welt wird sich nicht verändern. Hallo? Ist hier jemand? Du bist es, der sich ändern muss. Etwas Unglaubliches ist passiert. Dieses Szenario, was ihr gerade im Trailer gesehen habt, kommt euch bestimmt bekannt vor, denn dass eine Person ein Schwert aus einem Stein zieht,
Das kennen wir aus der King Arthur bzw. König Artus Legende und die wiederum wurde beispielsweise zuletzt von Guy Ritchie adaptiert. Wir kennen sie natürlich aus Filmen wie Der Hexe und der Zauberer und aus allen möglichen anderen filmischen Interpretationen. Nun hat Joe Cornish, das ist der Regisseur, der Attack the Block gemacht hat, der hat sich nun dieser Geschichte angenommen und dreht sie auf links. Nämlich, er verlagert die King Arthur Legende in einen Coming-of-Age-Film. Sein König Artus ist ein kleiner Junge, ein kleiner britischer Junge an einer Highschool und er und seine Freunde werden halt immer von ein paar Leuten an der Schule gemobbt. Der ist so ein bisschen der Außenseiter-Typ. Und eines Tages, das habt ihr gerade im Trailer gesehen, wird er mal wieder von einigen von diesen Bullies gejagt und findet auf einer Baustelle, glaube ich, findet er das Schwert, zieht es aus dem Stein und muss sich fortan damit auseinandersetzen, dass er wahrscheinlich jetzt irgendwie König Artus ist, beziehungsweise dass er halt eben des Schwertes würdig war. Und es geht in dem Film weniger darum, dass aus ihm später der König wird, sondern eher darum, dass er jetzt eben sein Land, die Welt, was auch immer, halt retten muss. Und das klingt natürlich nach einer sehr absurden Idee. Wer Joe Cornish kennt und auch Attack the Block gesehen hat, der wird so ein bisschen wissen, worauf es hinausläuft. Nämlich auf einen sehr unterhaltsamen Genre-Clash, Coming-of-Age trifft Fantasy, trifft Abenteuer. Und das Ganze eben mit kleinen Jungen anstatt mit erwachsenen Darstellern. Der Film heißt Wenn du König wärst und ist wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Genre-Mix, wie gesagt, was ich gerade schon erwähnt habe. Denn was halt Joe Cornish eben perfekt beherrscht, ist, dass er auf der einen Seite eine sehr, sehr charmante Verbeugung vor dieser ganzen Originalgeschichte sich erlaubt und auf der anderen Seite ganz viele neue Impulse dieser Geschichte verleiht, indem er eben neue Aspekte hinzufügt, aber die klassischen Aspekte, die man aus der König Artus-Legende kennt, eben beibehält. Also wir haben den ikonischen Moment des Schwert aus dem Steinziehens, der hier aber gar nicht so ikonisch vorgetragen wird, denn der Junge weiß ja im Grunde gar nicht so richtig, was da für eine Bedeutung hintersteckt hinter diesem Akt. Wir haben auch die erste Zusammenkunft der Freunde, die sich um eine große Tafel versammeln, so ein bisschen Ritter der Tafelrunde mäßig. Dann haben wir den großen Kampf gegen ein böses Wesen. In diesem Fall ist es Rebecca Ferguson in der Gestalt einer Hexe, aber die sich auch wiederum immer wieder in einen feuerspeienden Drachen verwandelt. Und so haben wir ganz viele kleine Stationen aus der Original- oder aus der König-Artus-Legende, aber eingebettet eben in dieses ganz andere Setting. Und das hat mir die meiste Zeit über ganz gut wirklich gut gefallen, weil Joe Cornish eben auch sehr genau immer den Humor seiner Geschichte verinnerlicht hat, immer sehr schöne humoristische Spitzen setzt, sehr schöne Pointen kreiert. Teilweise auch einfach nur durch dieses absurde Setting und dann lässt er wirklich einzelne Szenen für sich sprechen, die wirklich, wirklich komisch sind. Problem für mich war in diesem Film so ein bisschen, dass der Film hinten raus schwächer wird, was damit zusammenhängt, dass das Finale einfach nur aus einer klassischen Fantasy-Schlacht besteht. Ich finde, da hätte man sich ein bisschen mehr trauen können, weil klar, es ist auf der anderen Seite wieder ein ganz lustiges Bild zu sehen, okay, wir haben hier so eine klassische Fantasy-Schlacht, aber halt eben mit Teenagern anstatt mit erwachsenen Männern und Frauen. Das ist natürlich vom Bild her alleine schon wirklich witzig. Auf der anderen Seite ist es einfach ein bisschen zu wenig, weil man sich die ganze Zeit denkt, okay, ihr seid so kreativ, ihr habt so schöne Hommagen die ganze Zeit an die Geschichte und schafft trotzdem die ganze Zeit was wirklich Eigenes zu kreieren und dann läuft es eigentlich auf ein recht durchschnittliches Krawall-Action-Kampf-Finale hinaus. Das fand ich ein bisschen schade. Andererseits gleicht er das wieder mit tollen Ideen aus. Also wir haben zum Beispiel diese Szene von denen, die ihr am Anfang gesehen habt, dass die Hauptfigur eben von den Bullies wegrennt, von den Leuten, die ihn immer wieder hänseln. Was man zum Beispiel mit den Figuren macht, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Entscheidung. Denn wir haben hier eben diese Schulraudis, die auch von Anfang an wirklich als böse und niederträchtig etabliert werden, weil sie halt eben immer auf die Kleineren einhauen und auf die Schwächeren, sich mit den Schwächeren anlegen und man denkt, hey, warum macht ihr das eigentlich? Aber im Laufe des Films werden sie glaubhaft zu besseren Menschen. Sie fangen irgendwann an, sich den Guten in der Geschichte anzuschließen und fangen an zu reflektieren, was sie falsch gemacht haben
Und da muss ich sagen, da geht man wirklich mal aus diesem klassischen Schwarz-Weiß-Muster hinaus und kreiert eben keine Geschichte, wo ausschließlich Gut gegen Böse kämpft. Klar, wir haben am Ende diese Schlacht zwischen den Guten und dem Monster, aber auf der anderen Seite sind hier gerade so, man erlaubt sich viele Grautöne für einen Film, der sich dann doch vorzugsweise an ein jüngeres Publikum richtet. Ich möchte damit nicht sagen, dass es ein Kinder- oder Familienfilm oder dass es ein Kinderfilm ist. Ich finde diese Klassifizierung sowieso immer ein bisschen schwierig. Ich möchte aber sagen, dass hier auch wirklich kleinere oder jüngere Leute reingehen können. Es ist so ein klassisches Familienfilm-Abenteuer. Wer allerdings schon Attack the Block mochte, der wird auch hier viele Erfolgsgeheimnisse dieses Films drin wiedererkennen. Es ist halt wirklich dieses typische, wir haben ein eigentlich altbekanntes Szenario und geben dieses Szenario aber in die Hände von Leuten, die damit total überfordert sind. Und das macht halt eben, oder das funktioniert hier in Wenn du König wärst eben auch. Die Effekte gehen so. Ich muss sagen, da habe ich schon, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Andererseits ist Wenn du König wärst jetzt auch nicht mit dem größten Budget irgendwie gesegnet gewesen. Und in den USA ist der Film leider richtig heftig gefloppt. Das tut mir wirklich leid, wenn man sagen muss, der wagt hier schon Neues und der traut sich hier wirklich auch mal ja, eigene Impulse zu setzen. Wie gesagt, er geht am Ende so ein bisschen, er macht am Ende arge Zugeständnisse an das klassische Familienfilmpublikum. Es gibt diese Schlacht Gut gegen Böse, aber letzten Endes geschenkt, Wenn du König wirst, macht viel richtig und ist wirklich ein angenehmer Vertreter aus diesem, aus diesem Segment. Und nicht nur Liebhaber von der König Artus-Sage werden hier eine jede Menge Spaß haben, sondern auch Leute, die sagen, es gibt immer nur das Gleiche auf der Leinwand. Nein, gibt es nicht. Wenn du König wärst, irgendwo in eurer Nähe im Kino findet, dann riskiert mal einen Blick. Der ist nämlich wirklich schön geworden. Wir müssen eine Armee aufstellen. Wer schließt sich uns an? Wie demütigend. Dafür findet heute kein Unterricht statt. Meine Krieger. Das ist das Schlimmste und Beste, das Allerschrecklichste und Großartigste, was mir je passiert ist. Wo hast du denn Autofahren gelernt? Mario Kart. Mom, flipp jetzt nicht aus, okay? Herrin des Sees, bitte gib mir Excalibur. Ich habe gestern übrigens Sebastians Mutter getroffen. Ich habe gesagt, dass du in Texas studierst. Frag ich immer. Ich gehe ins Bett, ja. Du kannst rauskommen. Gute Nacht. Jetzt hast du einen Kühlschrank. Jeffrey wird dir gefallen. Ach nee, was soll das denn? Das ist ja irrsinnig peinlich. Du hast doch selbst gesagt, dass du einsam bist. Was? Nein. Doch? Ich habe noch niemals gesagt, dass ich einsam bin. Ich habe euch geradezu, Wenn du König wärst, schon den Tipp gegeben, wenn ihr den Film irgendwo in eurer Nähe findet, dann riskiert mal einen Blick. Das wird bei Goliath 96, dem Film, den ich euch jetzt vorstelle, noch ein bisschen schwieriger sein. Denn dieser Film war so klein, er hat bei uns in Hamburg noch nicht mal ein Pressescreening bekommen. Er wird in einer sehr, sehr geringen Stückzahl nur in oder Kopienanzahl in die Kinos kommen. Aber er hat mir wirklich so extrem gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, ihn trotzdem an dieser Stelle kurz vorzustellen. Goliath 96 ist ein Drama, unter anderem mit Katja Riemann in der Hauptrolle. Sie spielt eine Mutter, die seit einiger Zeit von ihrem Sohn getrennt ist, denn dieser hat sich entschieden, einfach nicht mehr aus seinem Zimmer rauszukommen. Und da ist die Mutter halt eben wirklich sehr enttäuscht und weiß einfach nicht, wie sie mit ihrem Sohn Kontakt aufbauen kann. Sie versucht immer wieder durch die geschlossene Tür Gespräche mit ihm aufzubauen. Gleichzeitig sagt sie gegenüber ihrer anderen Familie, gegenüber ihrem Umfeld, ihren Arbeitskollegen oder ihren Freunden, dass ihr Sohn in Texas ist, um dieser Diskussion, um das ganze Thema auszuweichen. Und sie ist einfach sehr, sehr verzweifelt, bis sie eines Tages herausfindet durch eine ehemalige Schulfreundin von ihrem Sohn, dass ihr Sohn immer wieder in einem Forum aktiv ist, in einem Forum für Drachenbau. Und da meldet sich Katja Riemanns Figur an und fängt Gespräche mit ihrem Sohn an, der natürlich nicht weiß, dass er gerade mit seiner Mutter chattet. Und aus dieser Konstellation ergibt sich ein sehr einfühlsames, sehr emotionales und sehr starkes Drama. Beschränkt ist dieser Film ganz klar auf dieses Szenario Mutter-Sohn
Und wir sehen in dem Film auch sehr, sehr lange Zeit einfach nur diese beiden Parteien miteinander chatten. Da kann man jetzt, könnte man jetzt überlegen, ist das wirklich spannend? Aber ja, das ist es, weil in diesem Film eben diese Entwicklung zwischen der völligen Entfremdung hin zum immer mehr einander annähern stattfindet und wirklich sehr nachvollziehbar stattfindet und man immer mehr mit der Mutter mitfiebert und gleichzeitig aber auch mit dem Sohn, weil nach und nach wird immer deutlicher, warum der Sohn denn so ist, wie er ist. Und gleichzeitig schwebt über allem aber auch immer die Gefahr, okay, wenn er das rausfindet, wie wird er reagieren? Und ob er es rausfindet oder nicht, das möchte ich an dieser Stelle nicht verraten. Ich kann aber verraten, dass es unglaublich spannend ist, sich halt einfach anzugucken, wie allein über den Austausch von Textnachrichten beide Personen voneinander lernen, wie sie sich angezogen fühlen, wie sie sich dann aber auch wieder gegenseitig abstoßen, wie der Sohn erst großes Misstrauen hegt, wie die Mutter aber ganz behutsam versucht, sich ihrem Sohn wieder anzunähern. Und so ergibt sich wirklich eine sehr, sehr schöne Konstellation. Ich möchte gar nicht sonst großartig viel zu dem Film sagen, denn er präsentiert sich ansonsten relativ unauffällig. Er spielt die meiste Zeit über in den vier Wänden der Familie. Erinnert vom Thema her natürlich sehr an den ebenfalls recht unbekannten 1000 Arten, den Regen zu beschreiben, den ich an dieser Stelle auch sehr, sehr gerne empfehlen möchte, mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle. Trotzdem läuft das Ganze hier nochmal auf ein bisschen was anderes hinaus. Ich finde zum Beispiel das Ende von Goliath 96 wesentlich, wesentlich stärker. Ich finde, teilweise ist er ein Tick besser gefilmt. Ich finde, die Art und Weise, wie hier die Figuren miteinander interagieren, finde ich in Goliath 96 ein Tick schlüssiger, obwohl sie eben nur auf diesem Online-Weg stattfindet. Also um mal ein Beispiel zu nennen, man sieht zum Beispiel, wie Katja Riemann als Mutter einfach immer einen Tick langsamer tippt als ihr Sohn, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als am Computer zu sitzen. Gleichzeitig sind die Chatnachrichten, die beide schreiben, von der Art der Formulierung sehr, sehr glaubwürdig. Man merkt, okay, die eine Person ist erwachsen und eben nicht permanent am Computer, während der Sohn mit seinem Computer nahezu verwachsen ist und sich für ihn ist Interaktion über das Gerät natürlich wie selbstverständlich, er hat eigene Arten zu tippen und so weiter. Das ist nur ein Detail, an dem man halt sieht, okay, hier hat sich der Regisseur wirklich was gedacht. Es ist sein allererster Kinofilm. Wie gesagt, in so viele Kinos wird er leider nicht kommen, aber er hat es verdient. Vielmehr möchte ich, wie gesagt, nicht sagen. Goliath 96, ein absoluter Geheimtipp. Den möchte ich halt einfach auch mal im Rahmen dieser Sendung vorstellen, weil ich glaube, er erhält ansonsten relativ wenig Aufmerksamkeit. Vielleicht habt ihr ja die Gelegenheit, Goliath 96 irgendwo bei euch in der Umgebung zu schauen. Es würde mich sehr freuen, wenn er wenigstens ein paar Zuschauer findet. Du hörst mir zu, wir ticken gleich. Deshalb freue ich mich ja auch so, dass wir uns bald treffen. Ich möchte verstehen, wieso Sie behaupten, ein Maler zu sein. Ich liebe es zu malen. Ich muss malen. Ich bin immer Maler gewesen, das weiß ich genau. Zum Malen geboren? Ja. Wie kommen Sie darauf? Weil ich nichts anderes tun kann und glauben Sie mir, ich habe es versucht. Ich glaube, das ist dann auch irgendwie der letzte Film in diesem Jahr, der noch für den Oscar Anfang des Jahres nominiert war. Beziehungsweise Willem Dafoe war es als bester Hauptdarsteller für seine Rolle hier in Van Gogh. Er spielt Vincent van Gogh, den weltberühmten Maler, an der Schwelle zur Unendlichkeit. Im Original heißt der Film At Eternity's Gate. Es ist noch nicht so lange her, dass er für die deutschen Gefilde umbenannt wurde. Also seht es mir nach, wenn ich zwischendurch immer mal wieder überlegen muss, wie der Film jetzt eigentlich heißt. Einigen wir uns auf Van Gogh, das kann ich mir merken. Und worum geht es natürlich? Es geht um Van Gogh, es ist eine Art Biopic. Allerdings nicht so, wie man das ganz gerne mal kennt. Es ist also kein verfilmter Wikipedia-Eintrag, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit Van Goghs Art, die Welt zu sehen. Regie geführt hat Julian Schnabel, der selber Künstler ist und der so ein bisschen versucht in diesem Film, die Sichtweise von Vincent van Gogh auf die Leinwand zu bringen.
Und ich kann direkt sagen, mir hat sich das alles nicht immer so sehr erschlossen. Ich muss aber auch sagen, ich habe mit der Kunstszene an sich überhaupt keine Berührung. Ich weiß, wenn ich höre, wenn ich irgendwelche Namen höre, dann weiß ich manchmal, okay, ich weiß, dass es ein Künstler ist, aber ich kenne mich mit den Kunstbegrifflichkeiten, mit Kunststilen und so weiter, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Trotzdem habe ich mir diesen Film eben angeguckt und zumindest glaube ich jetzt behaupten zu können, okay, ich erahne, wie Vincent van Gogh damals die Welt gesehen hat und wie es ihm gelungen ist, zu dem zu werden, was er ist. Denn das kann ich von Anfang an sagen, es ist halt kein Film, der wirklich betrachtet, okay, Vincent van Gogh als Kind, als junger Erwachsener, als Künstler bis hin zu seinem Tod. So etwas in der Art hatte man vor, ich glaube, knapp 2 Jahren mit Loving Vincent. Das war dieser Animationsfilm im Stile von Van Goghs Bildern. Der geht ein bisschen mehr dahin zu sagen, okay, wir betrachten Vincent van Gogh jetzt als Person, wie sie von dem Punkt zu dem gekommen ist. Das hat Van Gogh an der Schwelle zur Unendlichkeit nicht. Denn dieser Film nimmt sich immer wieder Zeit, um einfach nur zu zeigen, wie Vincent van Gogh gemalt hat und, was ich eben schon sagte, wie er die Welt gesehen hat. Also wir sehen ihn in ganz langen Einstellungen über Felder gehen. Wir sehen aus seinem Blickwinkel sich Landschaften angucken. Es gibt eine Szene, die ich sehr einprägsam fand, wo er nach Hause kommt und er sieht auf dem Fußboden ein paar Schuhe stehen, holt seinen, wie heißt das, sein Malding mit der Leinwand, die Leinwand holt er raus und schaut sich immer wieder diese Schuhe an und bringt diese Schuhe dann eben auf seine Leinwand. Und das ist so eine Szene, die dauert dann auch irgendwie 10 bis 15 Minuten. Das ist nicht jedermanns Sache, meine zum Beispiel auch nicht. Aber ich behaupte jetzt, dass ich erkenne, okay, so hast du das gesehen. Weil irgendwann geht man auch dazu über und sagt, ja, okay, ich sehe diese Schuhe und ich würde das jetzt so malen und so. Und das ist schon wirklich spannend. Also es ist wirklich ein Film über einen Künstler. Es ist ein bewegtes Staffelei, heißt das Bild, heißt das Wort, das ich eben gesucht habe. Es ist ein bewegtes Kunstwerk für die Leinwand. So. Und ich glaube, damit fasst es das ganz gut zusammen. Das muss, wie gesagt, nicht jedem gefallen. Was aber jedem gefallen wird, ist beispielsweise die Darstellung von Willem Dafoe. Der ist als Vincent van Gogh wirklich herausragend. Ich behaupte, dass es keinem anderen gelungen wäre, ihn wirklich so zu verkörpern. Er ist voller Leidenschaft dabei. Er stellt sich ganz in den Dienst seiner Rolle. Er wird für diese paar Stunden wirklich zu Vincent van Gogh und nimmt einen mit, nimmt einen an die Hand, aber nicht auf so eine Art und Weise, dass man sich permanent mit ihm identifizieren soll, sondern eher auf so eine Art und Weise, dass er eine unglaubliche Faszination ausströmt. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Auch ansonsten wirklich hochkarätig besetzt mit unter anderem Mads Mikkelsen oder Oscar Isaac. Oscar Isaac spielt hier Paul Gauguin, einen Kunstkollegen von Vincent van Gogh, ich hoffe, bin gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall spielt er da auch mit und Paul Gauguin ist auch eine weitere Hauptfigur. Man hat immer so wieder kleine Punkte, so kleine Details, die im Leben von Vincent van Gogh wichtig waren, die man immer wieder so mit einbezieht. Und es kommt auch am Ende zu so markanten Lebensstationen, wie etwa die Ursache dafür, weshalb sich Vincent van Gogh das Ohr abgeschnitten hat. Wie gesagt, das muss man nicht mögen, das ist sehr oft sehr zäh, es wird irgendwann redundant, irgendwann denkt man, ja gut, ich habe jetzt auch gerafft, was das Konzept dieses Films ist. Aber ich behaupte, gerade wer Kunstliebhaber ist, gerade wer sich für dieses Thema interessiert, der findet einige neue Blickwinkel auf das Ganze und Julian Schnabel weiß da, glaube ich, auch ziemlich gut das zu treffen, worum es ihm geht. Deshalb Van Gogh an der Schwelle zur Unendlichkeit ist wird nicht jedermanns Sache sein, ist aber definitiv ein interessantes Filmexperiment. Und wer sich für das Thema interessiert, zu dem sage ich ab ins Kino und alle anderen, die bleiben einfach auch mal zu Hause. Manche denken, ich wäre verrückt. Aber ein Korn Verrücktheit ist das Beste an der Kunst.
Vielleicht hat Gott mich zu einem Maler für Menschen gemacht, die noch nicht geboren sind. Sag's mir, Bruder, bin ich ein guter Maler? Du bist nicht nur ein guter Maler, du bist ein großer Maler. Ich wollte den anderen nahe bringen, was ich sehe. Jetzt denke ich nur noch über meine Beziehung zur Ewigkeit nach. Kommen wir jetzt wie immer zu den Kinostarts, zu den Kinostarts der Woche. Und da finde ich es auf dem 5. Platz direkt durchaus überraschend, denn dort findet sich Willkommen im Wunderpark. Ich meine, mich freut es natürlich sehr. Ich habe in der letzten Ausgabe sehr über diesen Film geschwärmt, hätte aber nicht gedacht, dass der tatsächlich so gut ankommt. Liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass es halt nun mal ein Familienfilm ist. Und man muss sagen, Familienfilme ziehen grundsätzlich sehr gut an der Kinokasse. Deshalb, ich freue mich total, weil er auch zum Beispiel wesentlich stärker gestartet ist als Hellboy. Das hätte ich nun wirklich nicht erwartet. So viel also an dieser Stelle. Hellboy ist nicht in den Top 5 der Kinocharts. Das tut mir nicht leid. Auf jeden Fall Platz 5. Willkommen im Wunderpark mit etwas mehr als 100.000 Zuschauern, freut mich sehr. Auf Platz 4 geht es ebenfalls nochmal ins vorwiegend an sich an Familien richtende Kino, nämlich Dumbo immer noch, die Neuauflage von Tim Burton, des bekannten Disney-Zeichentrickklassikers, lockt immer noch genügend Zuschauer in die Kinos, dass er auf Platz 4 diese Woche ist. Das ist doch ein sehr solides Ergebnis und ich bin gespannt, wenn Dumbo schon so durchaus stark läuft, wie das dann erst sein wird, wenn der große Klassiker König der Löwen im Sommer ins Kino kommt. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Auf Platz 3 ebenfalls die Neuinterpretation eines Klassikers, Friedhof der Kuscheltiere. Es bleibt also tierisch diese Woche und hätte ich ein bisschen erwartet. Friedhof der Kuscheltiere ist einfach ein Horrorklassiker. Aber es war mir auch klar, dass er beispielsweise nicht so erfolgreich wird wie ein S, der wirklich alles weggerockt hat vor 2 Jahren, als der ins Kino kam. Friedhof der Kuscheltiere kann, glaube ich, ganz zufrieden sein mit dem Ergebnis bisher auf Platz 3. Friedhof der Kuscheltiere. Auf Platz 2, das finde ich nach wie vor nicht wirklich prall, Monsieur Claude 2, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und auf Platz 1, und zwar mit einem wirklich starken Ergebnis. Ich zeichne ja wie immer Sonntag auf. Ich beziehe mich also auf die Sonntagszahlen. Es kann sich im Detail immer noch so ein bisschen ändern, aber momentan ist After Passion mit einem Ergebnis von rund 375.000 Besuchern auf Platz 1. Der wird auch auf Platz 1 bleiben. Ich glaube, es variiert nur noch so ein bisschen in den Zahlen. 375.000 Besucher finde ich echt gut. Film fand ich ja gerade noch so okay. Bei der Zielgruppe muss ich sagen, ich hätte durchaus erwartet, dass der so stark läuft. Ich hätte aber die Popularität der Buchvorlage hatte ich wohl so ein bisschen unterschätzt. Ich bin gespannt, ob das auch so ein Film wird, der seinen Reiz auch über mehrere Teile hat, sagen wir so. Also, dass ein zweiter Teil kommen wird, ist gesetzt, aber ob der genauso erfolgreich wird wie der erste, da bin ich wirklich gespannt. Und Platz 1 momentan, After Pesh. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Pater? Wissen Sie etwas über La Llorona? Die weinende Frau. Das ist ein Volksmärchen. Für manche. Du bleibst im Auto, okay? Und bitte weck deine Schwester nicht auf. Oh mein Gott. Ah, meine Kinder, das ist ihre Schuld. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Wen haben sie versucht aufzuhalten? La Llorona. Kommen wir jetzt zum Film der Woche. Da suche ich mir ja immer so den aus meiner Sicht populärsten Start aus. Ich habe so ein bisschen geschwankt diese Woche zwischen Der Falcolini und Joronas Fluch, um den es jetzt gehen soll. Habe mich dann aber tatsächlich für Joronas Fluch entschieden und bin gespannt, ob mich
ob mich die Zahlen nächste Woche Lügen strafen, aber ich glaube, der könnte durchaus erfolgreich werden. Denn ich lasse die Katze direkt am Anfang aus dem Sack. Jonas Fluch ist entgegen der nicht vorhandenen Werbung ein Teil des Conjuring-Universums. Die Plakate werben mit vom Produzenten vom Conjuring-Universum. Nun kann man das, man könnte so in der Art wird ja mit ganz, ganz vielen Filmen beziehungsweise Produzenten und so weiter geworben. Das muss also absolut nichts heißen. In diesem Fall hat man aber sich einen gewissen Überraschungseffekt aufgespart. Wer den Trailer aufmerksam verfolgt hat, der wird eine bekannte Figur aus dem Conjuring-Universum bereits wiedererkannt haben, nämlich Father Perez. Father Perez kennen wir aus dem ersten Annabelle-Film und es gibt auch eine kurze Rückblende auf die Annabelle-Filme. Das heißt, Jonas Fluch ist direkt im Conjuring-Universum verwurzelt. Und aus diesem Grund glaube ich, wenn sich das erstmal rumspricht, dass sich viele Leute Jonas Fluch anschauen werden, denn selbst ein The Nun hat ja doch durchaus einen Erfolg eingefahren, obwohl ich den wirklich sehr, sehr schwach fand. Worum geht es in Jonas Fluch? Es geht um eine mexikanische Saga, nämlich die von der weinenden La Llorona. Das ist eine Frau, die angeblich vor vielen, vielen Jahren ihre beiden Kinder ertränkt haben soll, um ihren fremdgehenden Ehemann zu verletzen. Und jetzt geistert sie als unheimliches Wesen durch die Welt und versucht, Kinder zu sich zu holen. Auch wenn ich sagen muss, dass für mich aus dem Film nicht ganz hervorgegangen ist, ob sie ihn dann umbringt oder einfach zu sich in die Geisterwelt holt oder was weiß ich. So viel zur Thematik. Und man kann sagen, der Film ist oder ordnet sich unter den Conjuring-Filmen eher am unteren bis mittleren Ende ein. Um euch so ein bisschen zu erklären, wie ich zum Conjuring-Universum stehe, ich liebe die beiden Einzelfilme. Ich finde Conjuring 2 ist einer der besten Horrorfilme der letzten 10 Jahre. Ich finde, wenn man sich auf die Warren-Familie konzentriert, dann ist man wirklich emotional involviert. Man erzählt nicht nur eine Geschichte, um Jumpscares aneinander zu reihen, sondern man ist auch wirklich an den Warren, am Warren-Ehepaar interessiert. Und da muss ich tatsächlich sagen, da mag ich die Filme einfach sehr, sehr gerne. Bei den Annabelle-Filmen mag ich, anders als viele andere, glaube ich, den ersten Teil lieber, weil ich einfach jemand bin, der mehr involviert ist und der eher Grusel verspürt, wenn sich das Ganze in einem bodenständigen, lebensnahen Umfeld abspielt. Und ich finde zum Beispiel bei Annabelle 2 ist man schon so in einem... Ja, war das Setting schon so auf Horrorfilm getrimmt, dass ich mir dachte, ja gut, wenn es da nicht spukt, dann weiß ich auch nicht. Und The Nun fand ich einfach nur sehr, sehr schwach. Da hat man sich überhaupt nichts, da hat man nichts aus der Figur der Gruselnonne gemacht und hat sich in einem sehr billig wirkenden Setting, mit einem sehr billig wirkenden Setting zufrieden gegeben. Also das war für mich bisher so der Bodensatz der Conjuring-Filme. Jonas Fluch macht jetzt auf jeden Fall eine Sache besser. Der Film sieht wahnsinnig gut aus. Zumindest sagen wir mal in der ersten Hälfte, weil da, wenn ihr das Plakat kennt, dann werdet ihr sehen, das sieht schon sehr melancholisch und teilweise sogar so ein bisschen surreal aus. Und das nimmt der Kameramann auch mit in seine Bildsprache seines Films. Das sieht so ein bisschen mit Wasserfarben gezeichnet aus. Er ist gerade, was Bilder so im Hellen angeht, da kreiert er eine sehr, sehr schauerliche Atmosphäre und konzentriert sich da eben nicht auf diese typisch dunkle Bildsprache. Das macht er erst in der zweiten Hälfte. Und in dem Punkt, ab dieser Phase, wird aus La Llorona dann doch leider ein sehr austauschbarer Horrorfilm. Denn wir haben zwar eine durchaus spannende Geschichte, eben die von der weinenden La Llorona, die also als Gruselgespenst einen sehr melancholischen und sehr interessanten Hintergrund hat, aber sie wird halt in der zweiten Hälfte verschenkt, weil sie dann zu einem austauschbaren Dämonengeist wird. Das ist also da kann man schon so ein bisschen die Aufteilung sehen. Wir haben eine interessante erste Hälfte und wir haben eine wesentlich weniger interessante zweite Hälfte, weil da der Film einfach so in total banale Horrorgefilde abgleitet. Dann haben wir auch hier das Problem, es ist immer das gleiche mit den typischen Jumpscares. Auch hier, erste Hälfte geht es gerade noch, zweite Hälfte wird dann halt immer schlimmer aus dieser Hinsicht. Es ist halt einfach wirklich so, als hätte der Regisseur
würde einfach so der Geschichte nicht vertrauen, weil eigentlich wohnt der Geschichte ein wirklich starkes Drama inne, aber er konzentriert sich auf den Horroraspekt und das kann er ja auch, er will ja einen Horrorfilm machen, aber warum opfert er diese emotionalen Attribute irgendwann oder dieser emotionalen Aspekte irgendwann immer den Jumpscares, immer dem schnellen Schock? Und das finde ich schade. Wir haben aber wiederum auch ein gutes Creature-Design. Die La Llorona, die von einer wirklichen Schauspielerin gespielt wird, Marisol Ramirez, die sieht wirklich gut aus und die hat ein tolles, ja, die hat einfach, die sieht gruselig aus und die ist nicht animiert und gar nichts. Das ist schon wirklich stark. Linda Cardellini spielt hier die Hauptrolle einer, ja, ich glaube einer, ich weiß nicht, eine Therapeutin ist es nicht, Streetworkerin auch nicht. Also sie kümmert sich um verlorene Kinder und lernt halt hier eben zwei Jungen kennen, die von ihrer Mutter anscheinend misshandelt wurden. Ihre Mutter sagt aber, sie wollte sie immer nur vor der La Llorona beschützen und am Ende merkt die Figur von Linda Cardellini halt eben, dass die wohl nicht Unrecht hatte und die La Llorona auch langsam anfängt, ihre eigenen Kinder heimzusuchen. Und so ist der Verlauf von Lloronas Fluch tatsächlich vorgezeichnet. Man weiß so ein bisschen, wo es dann irgendwann drauf hinausläuft. Ich möchte aber auch sagen, das ist zwar alles durchaus generisch, die Schocks nerven irgendwann, aber es ist halt nun mal auch mit durchaus stilsicherer Hand inszeniert. Man merkt nicht, dass es ein Regiedebüt ist, denn der Regisseur Michael Chavez, ich glaube, so spricht man ihn aus, der hat vorher noch nie was gemacht. Der hat ein, zwei Kurzfilme inszeniert und jetzt war James Wan, der Conjuring 1 und 2 inszeniert hat, so begeistert, dass er ihm gesagt hat, hey, möchtest du nicht auch Conjuring 3 machen? Und das finde ich schon wirklich sehr bezeichnend, denn ich finde, was Bildsprache und Atmosphäre angeht, da hat Michael Chavez durchaus was drauf. Und ja, aus dieser Hinsicht kann ich sagen, wer eher so auf Filme wie The Nun steht, der kann sich Lloronas Fluch anschauen und wird, glaube ich, eine ganz gute Zeit haben, hat aber eher so diesen typischen Geisterbahn-Effekt. Erschrickt sich ein paar Mal, aber die eigentliche Geschichte steht hier in Lloronas Fluch eher weniger im Mittelpunkt. Ansonsten, alle, die zuletzt so Spaß hatten an Hereditary, an Suspiria, an Get Out, an Us, die werden hier enttäuscht sein, weil es ist dann doch eher ein durchschnittlicher Horrorfilm. Aber wie gesagt, sieht ganz gut aus und ich bin auf jeden Fall gespannt, was Michael Chavez dann mit Conjuring 3 fabriziert. Abschluss folgt hier natürlich wie immer mein Ranking und ich glaube, ich habe in den letzten Ausgaben einen kleinen Fehler gemacht, denn ich habe das Ranking immer von unten nach oben aufgezogen, so wie ich es bei den Charts mache. Das ist ja aber gar nicht meine Absicht. Ich möchte euch ja sagen, in welcher Reihenfolge ich mir die Filme angucken würde. Also so nach dem Motto, wenn ich 10 Euro habe, würde ich als erstes in den Film gehen. Wenn ich auf der Straße dann nochmal weitere 10 Euro finde, dann würde ich in den Film gehen und so weiter und so fort. Deshalb, wie immer, jetzt hier zwar mein Ranking, aber in umgekehrter Reihenfolge als sonst und das wird auch in den nächsten Ausgaben, werde ich es weiterhin so handhaben. Denn an erster Stelle steht bei mir Goliath 96. Ich weiß, es werden wahrscheinlich wenige die Gelegenheit haben, diesen Film sehen zu können, weil er in wenigen Städten läuft, beziehungsweise in wenigen Kinos, aber ich hoffe wirklich, dass der Film mehr Aufmerksamkeit bekommt, als momentan von der PR dieses Films beabsichtigt zu sein scheint. An zweiter Stelle, wenn du König wärst, ein sehr schönes Fantasy-Abenteuer. An dritter Stelle Van Gogh an der Schwelle zur Unendlichkeit. An vierter Stelle Lloronas Fluch. Und am uninteressantesten finde ich diese Woche tatsächlich der Falculini. Für mich ein solider Thriller, aber eher für zu Hause als für die Leinwand.
Und damit bin ich durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, seid auch nächste Woche wieder da. Alles Weitere nochmal in Textform findet ihr bei fredcarpet.com. Lasst uns gerne wissen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder was auch immer habt. Und dann sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche.